Hey da Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es ist wieder Handgemenge-Zeit und diesmal stürze auch ich mich ins Handgemenge. Ich habe mich ja bisher immer so ein bisschen gedrückt, weil es mich noch nicht so gelockt hat, aber diesmal ist die Regel, dass von jeder Karte nur eine Karte im Deck sein darf und das finde ich eigentlich ziemlich interessant, weil du da auch etwas mehr Legendaries mit einpacken kannst und davon habe ich zum Glück schon ein paar, weil ich ja schon eine ganze Weile spiele. Ich habe ein Deck erstellt, das ist recht gut. Ich habe mich für Grün-Blau entschieden, habe damit auch schon 3 Siege einfahren können und noch keine Niederlage und das ist eigentlich ganz cool. Und ich würde es gerne mit euch mal ganz kurz überfliegen. Und zwar habe ich hier die grausame Feuerblüte drin, weil ich ein bisschen was habe, so wie den wilden Arschländer oder den Balmora Meisterspion, den ich dann mal so gerne ein bisschen ploppen lassen möchte. Oder eben so Sachen, die mir auch noch anderweitig weiterhelfen. Es ist auch schwer durchzublicken, wenn das so arsch viele Karten sind. Jedenfalls ist es nützlich im Deck. Okay, wir haben Deeper Skilled Recruit, damit wir auch mal die größeren Karten einfach mal vielleicht zum Patronax etwas früher spielen können. Das wäre natürlich ganz toll. Ansonsten habe ich ein bisschen was zur Abwehr mit reingemacht. Ungolim sollte natürlich auch nicht fehlen. Ist nicht schlecht. Dann können wir wenigstens noch ein bisschen Card Draw erzwingen. Immerfort der Vogt, einfach für die Abwehr. Kreischender Harpier, ganz klar. Kriegergilden-Recruit auch wieder für die Abwehr. Damit wir ein bisschen Leben zurückholen können, habe ich noch die Schlangen-Zahnhalskette reingetan, falls es doch mal eng sein sollte. Schutzzauberwirkerin in Kombination halt eben mit, wo ist die gute denn? Die Dolchsturz-Magierin. Falls es mal klappt, falls man die mal zieht, ich habe sie sogar bereits gezogen, das war eigentlich ganz cool. Seelenspalter, um die, ja, die kleinen nutzlosen Kreaturen, die dann später im Nachhinein nutzlos geworden sind, auszulöschen und ein bisschen Board-Control zu haben. Wir versuchen das Board so viel drauf zu bekommen wie möglich, damit wir so gut austeilen können wie möglich. Und sobald wir ein stabiles Board haben, dann greifen wir auch an. Ahnen-Schimmel-Oberin habe ich reingemacht, die Assassinen-Intrige, Astrid, die bereue ich im Nachhinein. Die ist jetzt recht unnütz, aber gut, hat tödlich, ist okay. Kamelorn-Wache, Diebesgildenhehlerin, die ist auch ganz praktisch manchmal. Dolchsturzmagen habe ich bereits erwähnt. Dünenschmuggler, falls wir unsere guten Karten versteckeln wollen. Dwemer-Sphäre. So, ich scroll mal ein bisschen hoch. Freistaat-Haustier, Hausgenosse, Schwanzsafthüter. Skomhändlerin, Telvaniakanis. Also ich mach das mal schneller, ansonsten habt ihr keinen Bock mehr und schaltet noch ab. Da habe ich ja gemacht. Telvaniakanis, Zermalmender Schlag. Ich meine, da sind viele Standardkarten drin. Du musst dich halt für 50 davon entscheiden. Also, den Aschendiener Blitz, ganz klar. Deshan-Rächerin, sehr nützlich, weil wir. Also ich habe ein paar Deathrattle. Letzter Atemzug, so, nicht Deathrattle. Das war in einem anderen Spiel. Okay, damit wir mit dem Necrom-Drahtzieher so ein bisschen was ploppen können. Da ist die schon sehr praktisch. Flüchtlinge Intrigant, die Königin Barentia, Mondschein, Wehrfledermaus, Mundstein, sehr gut. Riften, Taschendieben, die finde ich auch cool. Sagras Agent. So, der Barbas auch mal gar nicht so schlecht. Ich wollte ihn jetzt einfach mal auch benutzen, weil ich ihn so selten benutze. Blattschleicher, Brynjolf und Klinge des Mentors hat mir auch schon sehr den Arsch gerettet. Schneesäbelzahntiger, sehr, sehr geile Karte für sowas vor allem. Kugel von Vermina. Die Einbrecherin, sehr, sehr praktisch. Schurspitzendrache, sehr gut. Wilde Bestienrufer, den Goldbrand, Eclipsenbaronin, Tazkat, Oderwing und Patronax. Okay, so, ich habe halt so die effektivsten Karten rausgesucht und einigermaßen versuchen, noch ein paar Kombinationen zu halten. Bisher hat es ganz gut funktioniert. Mal gucken, wie weit wir kommen. So, für den Start ist die Hand gar nicht mal so schlecht. So, wir werden erstmal so ein bisschen passiv sein und gucken, was der Gegner so macht. Und sobald ich weiß, wo er die guten Kreaturen spielt, da werden wir uns dann mit dem Immerforter Vogt dann auch verteidigen.
zum Gruße, Bürger. Ein Name genügt. Seid gegrüßt. Okidoki. Ja, ob er jetzt diese blöde Karte zieht oder nicht. Ich würde ihn gerne vorsichtshalber aufhalten. Wobei die Karte ich einfach zu gut finde, um ihn einfach für die da zu opfern. No risk, no fun, Leute. Wir spielen es mal rechts. Natürlich voll die Rotze bekommen. Wütende Schlammkrabbe. So ein Mist. Das Gute ist, wir könnten die Schadenbrecherin dann eben links spielen. Dann kann er sie halt eben vernichten. Ist dann halt so. Aber wir hätten dann immer noch eine Dreierkreatur übrig. So, was er dann wahrscheinlich machen wird, ist mit dem jungen Mammut in die Schadenbrecherin zu gehen. Dann hätte er da nämlich noch ein bisschen was übrig. Aber sie kommt ja wieder und wir könnten dann mit dem Feuerblitz das olle Mammut vernichten und dann mit der Schadenbrecherin halt eben die blöde Karte. Ist eigentlich so das Cleverste, was wir machen können. Er hat jetzt auch noch recht viele Karten. Hat auch immer nur eine gespielt. Okay, er ist doch anders rangegangen, als ich dachte, aber okay. Feuerblitz können wir trotzdem spielen, das ist kein Problem. Cicero, der wird ein Problem. Der wird ehrlich gesagt ein Problem. Wenn er den dann eben mit dieser ollen Armbrust ausstattet, dann kann er echt sehr viele Karten ziehen. Ist jetzt ein bisschen doof. Aber okay, was wir hätten lieber machen sollen, ist den Schurspitzendrachen zu spielen und minus 2 zu machen. Das wäre cleverer gewesen. Weil dann hätten wir den quasi so ein bisschen ausgespielt. Dann hätte er da nämlich nichts mehr machen können. Aber okay, wir könnten unsere wütende Schlammkrabbe opfern. Und werden jetzt einfach mal etwas aggressiver in die ganze Sache hier reingehen. Aber opfern unsere Schlammkrabbe, ich glaube erst später. Erst wenn es richtig nützlich wird. Irgendwas Interessantes? Nahaglief! That's the way I like it, Leute! That's the way! Jawollo! Jetzt müssen wir nur noch diesen Affen hier wegbekommen. Wie gesagt, wir können nur beten, dass er diese blöde Armbrust nicht hat. Wenn er die nicht hat, dann haben wir eigentlich eine ganz gute Chance. Und mein Gott, dann lassen wir ihn halt eben Karten ziehen. Gerne, soll er machen. Soll er machen, weil wir machen ihm jetzt sowieso weiterhin Schaden. Vergessen noch weiter zu drücken. Wir machen ihm ja weiterhin Schaden. Dadurch zieht er sowieso Karten und überzieht. Also wird er mit dem eher weniger angreifen, weil der Effekt wird ihm jetzt zum Verhängnis. Das ist eigentlich ganz cool. Jetzt versucht er natürlich so viele Karten wie möglich auszuspielen, ganz klar. Hättet mich euch einfach bestehen lassen sollen. Natürlich hätte ich die Karte schon ganz gerne hier weg. Mit dem Schurspitzendrachen, da könnte ich das machen. Wäre vielleicht clever. Wäre clever, dann machen wir das doch. Ich hätte natürlich auch jetzt gerne Nahaglief gespielt, dann wäre er nicht vorbeigekommen, aber wenn er die Armbrust hat, dann hätte ich Pech. Und das wäre echt scheiße. Und so könnte ich die ganze Sache ein bisschen ausspielen. Dann müsste er die erst wieder verstärken. Das Blöde ist dann halt eben, dass er irgendwas töten kann. Aber Nahaglief zu opfern wäre schon dämlich. Okay. So, jetzt kann die Karte uns erstmal nicht gefährlich werden, außer er verstärkt sie durch irgendeine Waffe. So, jetzt versucht er natürlich erstmal aufzuräumen. Das Gute ist, wir können in der nächsten Runde dann Nahaglief hier als Schutz spielen.
Wir können uns hier da so Step by Step so ein bisschen durchkämpfen. Ich gehe voraus. Der Hist sorgt für uns. Gerade sieht's ganz gut aus. Das wiederum nicht. Jetzt kann er sich recht gut abschirmen. Und wir kommen nicht so gut vorbei. Wir könnten jetzt versuchen, das Board voll zu machen, das wäre auch eine Möglichkeit. Wobei ich aber sage, okay, ich verteidige mich lieber. Dass ihr euch Man kann das Board immer noch voll verrät, genug wird euch machen. nicht retten. Insofern er kein Gift hat, hätten wir eine ganz gute Chance. Die große Kreatur können wir immer noch mit der Skoom-Händlerin aus dem Weg räumen. Das ist eigentlich unsere einzige Möglichkeit zurzeit, starke Kreaturen wegzubekommen. Unsere wütende Schlammkrabbe, die wird demnächst dran glauben müssen. Nachaglief könnten wir einen Schutzzauber verpassen. Dann wäre er da nochmal zusätzlich geschützt vor sowas wie Gift. Das ist doch mal eine Möglichkeit. Ui! Ja! Jawohl, Skoom-Händlerin kommt zum Einsatz. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Mach ruhig, mach ruhig. Ja, aber okay, der hält da durch Nachaglief auf, ne? Außer, wir schützen ihn. Wir schützen ihn. Da kommst du nicht so leicht. Und da kommst du nicht so leicht vorbei. Wir machen sowas hier. Machen. Jetzt mal das Board ein bisschen voll. Vorsicht, mein Schützen Freund. diesen Hiesen. Da muss er sich jetzt erstmal was einfallen lassen. Mich Wir spielen den überlisten Hausgenossen. die Den nicht. brauchen wir gleich. Und die olle Schlammkrabbe, die opfern wir natürlich. Und haben jetzt noch mehr Kreaturen auf dem Board. Gut Aussichten auf Erfolg. Oh komm schon, neue Verbindung des Gegners, also leck mich doch. Das ist halt nicht gut. Ich lasse mir doch meinen Ruhm nicht von so einer Internetverbindung nehmen. Kennt ihr das? Das war eine Hommage an Troja. Ich lasse mir meinen Ruhm nicht von einem Stein stehlen. Ich meine, er hat ja wieder Verbindung. An ihm kommt er jetzt nicht so leicht vorbei. Klar gibt es noch Haufen Sachen, die er machen könnte. Aber Der wenn er Fall diese ist Sachen mein nicht ganz hat, Mann. okay, das ist natürlich gut für ihn. Sehr, sehr gut für ihn. Wir können dann aber hier mit dieser Useless-Karte Reißt unsere und Skoom-Händlerin natürlich unheilige locker vorbei. Und können jetzt auch ganz gut Schaden machen. Okay, das ist sehr schlecht. Das ist absolut beschissen. Das ist richtig beschissen jetzt. Damit hat er es eigentlich gerissen. Oh Mann. Diese hier bietet etwas Leckeres. Weg damit. Blut Mann, oh Mann. Okay, wir spielen. Wir spielen den Immerfort Vogt Wie lauten eure als Absichten? Verteidigung. Und lassen direkt mal Damit hier den rechnen Effekt die nicht. ploppen. Viel zu einfach. Und gehen hier direkt mal rein, bevor er auf die Idee kommt, irgendwie ihn verstummen zu lassen. Das wäre ziemlich bescheuert. Okay. Wir haben ihn wieder auf 13. Ist trotzdem sehr, sehr gefährlich. Jetzt hat er deutlich mehr Karten als wir. Also wie es ein magiker Karte wieder raushauen kann, ne, Leute? Blöde Schlangenzahn, wo ist der?
Nein, wir haben die auch. Okay, wir haben noch genug Runen und wir haben noch genug Leben, also ist die Chancen stehen immer noch okay. Aber ihr merkt, oh, er ist nicht verzweifelt. Ich dachte, er wäre verzweifelt. Der kriegt jetzt immer mehr Leben, der Drecksack. Okay. Haben wir hier Möglichkeiten? Die haben wir, Leute, die haben wir. Erwartet, das Okay, wir Unerwartete. machen sowas hier. Bam. Erzürnt mich nicht. Bam. Erwartet, Gehen rein. das Unerwartete. Nur für Kunden. Gehen auch hier rein. Fesseln diesen Hiesen. Und gib ihm. Wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Der hat halt 13 Magiker und noch sau viele Karten. Der kann jetzt den Tod auf uns niederprassen lassen. Ich hoffe, das tut er nicht. Also jetzt wird es natürlich schwer. Wir müssen nur 4 Schaden machen. Hier kommt er nicht so leicht vorbei. Wobei uns das auch scheißegal sein kann. Den kriegt er nicht frei, außer er lässt ihn verstummen und kann dann halt einfach nur die töten. Okay, was er macht, er killt die hier. Klar, er wird dann halt gebufft. Das ist, ja, wird nicht gebufft, er stirbt, stimmt. 5 Angriff. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Wenn er es schafft, jetzt noch die ganze Seite hier irgendwie zu fesseln, dann hätte ich ein riesiges Problem. Obwohl, ihr müsst schon die hier fesseln, weil hier würde ich mit meinem Freistatthaustier hier eben reingehen. Dann wird die Sache auch gegessen. Jetzt muss er sich das wohl überlegen. Schmeckt mein Stahl. Klar, Wächter. Wächter auf allen Seiten. Oh, ich wusste, dass der rote Brahman am Start ist. Ich wusste es einfach. Wie nicht? Wie nicht? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Zum Glück habe ich diese Karte da reingetan. Ein feiner Kampf. Du hast gut gekämpft. Puh, Leute, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Okay, cool. Vierter Win. Wir müssen nur noch 3 machen, dann haben wir eigentlich alles gepackt. Drückt mir die Daumen, Leute. Also, oh, das war jetzt schon sehr, sehr knapp. Das würde ich als Starthand behalten, sogar den Schurspitzendrachen, weil wir dann in der sechsten Runde schon ganz gut Sachen machen können. Und hätten dann in der Mitte des Spiegels bereits so ein bisschen die Kontrolle. Wir warten Zum erstmal, Gruß was der der Gegner so Bürger. macht. Ich möchte jetzt nicht einfach Seid gegrüßt. mit meiner Magika herumwerfen. Es gibt einen Plan. Es gibt immer einen Plan. Vor allem so jetzt. Dann werden wir doch einfach mal unsere Dolchsturzmagierin spielen. Soll er jetzt erstmal gucken, wie er daran vorbeikommt. Weil der muss auf jeden Fall sterben. Einerseits kriegt er natürlich Leben zurück und andererseits kann er gut Schaden austeilen. Wogegen ich gegen ein bisschen Schaden nichts habe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das erst eher so ein Control-Deck ist. Und der wird mir sowieso nicht viel Schaden zufügen. Ja, wir ziehen halt dann eben gut Karten nach, das ist positiv. Der wird dann später noch sehr, sehr nervig. Das einzig Blöde an dem Deck, das ich jetzt spiele, ist einfach, dass wir nicht so viele Removal haben. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass Ihr wir kommt mir nicht in die Quere. so viele Karten Ich eben aufs meine Board bekommen wie Angst. möglich, damit wir einigermaßen gut austeilen können. Der hat sich scheinbar auf Leben spezialisiert. Shea soll euch holen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Der Wald ist meine Wir Kraft, gehen mal mein on Blut. Curve. Hier kommt er nicht so leicht vorbei.
Wir könnten ihn dann in der nächsten Runde auch mit dem Foliant der Veränderung verstärken. Okay, dann kommt er da leider durch. Okay, jetzt spielen wir mal diese Hieße und diesen Hiesen. Da ist ja die Karte, die uns im letzten Spiel sowas von den Arsch gerettet hat. So. Das Gute ist, wer sie nicht kennt, wenn du in deinem Zug eine Karte ziehst, reduziere ihre Irgendwas Kosten um Interessantes? 1. Ist jetzt nicht so krass, aber gut, was soll's. Gibt Schlimmeres, ne? So. Wir könnten der guten Dame den Foliant der Veränderung geben und den Feuerblitz. Oder wir nutzen einen Magikerring, beschwören den Schurspitzendrachen und töten die. Und wären da schon mal etwas aggressiver mit am Start. Ihr habt eure Ich würde jetzt letzte gerne Chance ein gesehen. Ist der bisschen Schatten. rushen. Worauf ich acht geben muss, dass ich jetzt die Seite nicht eine Seite komplett voll mache, ansonsten könnte er locker die legendäre Karte spielen Ja, ich habe und einfach mal gesprochen. auf einer Seite alles auslöschen. Das Wer wäre bist du? natürlich extrem bescheuert. Genau, wonach ich gesucht habe. So, der macht uns jetzt mal ein bisschen das Leben schwer. Wir könnten unseren zermalmenden Schlag benutzen. Und könnten dann weiter etwas aggressiver vorgehen. Die Kombination aus zermalmender Schlag und Foliant der Veränderung wäre gar nicht so schlecht. Okay, wir ziehen wenigstens dann noch eine Karte nach. Greifen erstmal hier an. Und volle Kanne rein. Okay, räumen die aus dem Weg. Nicht, dass er noch auf blöde Ideen kommt. Das ist doof. Jetzt haben wir die richtig stark gemacht. Und jetzt kann er damit nämlich Sachen machen. Meine Schuppen sind wie der Schatten. Jetzt beschwört er die einfach neu und kann dann eine Kreatur von mir zerstören. Die Mutter der Nacht wird uns lang. So eine Scheiße. Aber okay, wir haben die grausame Feuerblüte, womit wir dann noch Action machen können. Ich meine, der muss die Karte auch erst besitzen, ne? Ansonsten, wenn er sie nicht hat, dann bleibt die Karte halt eben, ja, gefesselt. Damit kann er halt nichts anfangen jetzt. Die Bruderschaft ist eine Krankheit. Und jetzt Und wird's ich werde sie anstrengend. heilen. Ich merke das schon. Jetzt wird's sehr, sehr anstrengend. Das Gute ist, der Effekt von ihr ist halt ziemlich useless. So erschlagen, wirf ein Exemplar einer erschlagenen Kreatur aus dem Deck deines Gegners. So. Wir haben sowieso nur eine. Also kann es auch egal sein. Okay, jetzt ist ganz guter Zeitpunkt, um Mundusstein zu spielen. Damit hätten wir hier ganz gute Chancen. Gut. Das Risiko ist, wenn wir grausame Feuerblüte spielen, dass wir halt eben den Blödmann hier treffen. Aber okay, wäre halt jetzt auch nicht so schlimm, ne? Wir machen das mal so.
Whoop. Segne uns, Kühne. Mögen wir dir. Gib einer Kreatur plus 2 plus 2. Okay, das gibt er ihr. Meine Schuppen. Dann greifen wir mal an. Und bam. Für die schwarze Hand. Okay. Sieht sehr schlecht aus, Wurz. Sehr, sehr schlecht. Aber okay, vielleicht haben wir Glück und er greift ja jetzt an. Das wäre ganz toll. Ich bin der Tod. Jawohl, Tatzgard kann uns übelst den Arsch retten jetzt. Vor allem haben wir jetzt auch genug Mana, um ihn auszuspielen. Gut, dann könnten wir den hier einfach töten. Und jetzt fängt er an, aggressiv zu sein. Ja? Okay. Das wird sehr, sehr gefährlich. Das will ich eigentlich vermeiden. Deswegen werden wir jetzt noch ein bisschen Schaden fressen müssen. Leute. Wir werden noch ein bisschen Schaden fressen müssen. Machen wir so. Killen diesen Niesen. Gehen hier rein. Und hätten jetzt die Möglichkeit, mit Seelenspalter jeweils auf beide Seiten eine Kreatur zu bekommen. Wächter und Sturmangriff, das ist jetzt richtig bescheuert. Scheiße. Es wurden Fehler begangen. Jetzt kann er sie nämlich töten und irgendeine andere Kreatur aufs Board holen. Das ist jetzt echt bescheuert. Wir können nur beten, dass es eine schlechte ist. Weil wenn es halt der schwarze Drache ist oder sowas, dann wird's richtig bescheuert. Oder der Schurspitzendrache. Wie ich mein Glück kenne, wird es der Schurspitzendrache sein. So, leider können beide getötet werden. Wir haben dann immer noch Tatzgard. Da können wir noch 11 Leben runterhauen. Und mit dem Necrom-Drahtzieher könnten wir dann immer noch Sachen machen. Habe ich nicht gesagt, dass er den Schurspitzendrachen zieht? Habe ich das nicht gesagt? So, das ist nämlich immer so. Es kann ja nicht eine einfache, blöde, kleine Kreatur sein. Nein, es muss der Schurspitzendrache sein. Jetzt haut er natürlich Sport voll, ne? Ist ja klar. Okay. Wir könnten jetzt versuchen, aggressiv zu sein. Und hoffen, dass er nichts gegen ihn ausrichten kann. Wir müssen. Wir haben jetzt eigentlich schon fast gar keine andere Wahl, außer hier stur ins Gesicht zu gehen. So. Er kann uns natürlich jetzt auch Schaden machen, aber wir haben immer noch sowas wie unsere Harpie. Und falls er sie nicht töten kann, kotzt er immer noch einen Durzog aus. Und den können wir dann mit der Schlangenhalskette ausstatten, das wäre ganz gut. Und können uns dann etwas Leben zurückholen. Und geben ihm natürlich dann noch ein bisschen. Der ist jetzt echt scheiße. Okay, gib eine Kreatur tödlich und Schutzzauber. Er holt sich natürlich Leben wieder, ist ja klar. Okay, lasst mich kurz rechnen. 7 Wir machen das so. Holen uns ebenso Leben. Das kann ja nicht nur er. Spielen den Immerfortvogt. Durchbrechen.
Okay. Und Necromdrahtzieher. Regenerieren. Okay, alles useless Sachen. Useless! Der hat regenerieren! Nee, durchbrechen. Okay, jetzt holt er sich Leben wieder, aber. Scheiße, jetzt kann er den auch töten. Und jetzt komme ich da nicht mehr vorbei. Jetzt kann man eigentlich sagen, dass die Sache vorbei ist. Außer ich habe Sturmangriff. Wächter. Okay. Sturmangriff. Jawohl. Ich weiß, Kriege führen, Drachen Sturmangriff bekämpfen. und Wächter. Machen wir so. Ich kümmere mich darum. Ballern weg den Drecksack. Erwartet. Müssen halt hier reingehen. So, ich habe ja schon fast keine andere Wahl. Ansonsten holt er sich ja wieder Leben. Okay, jetzt wird's interessant. Wir können 6 Schaden machen. Aber er hat so viele Karten und so viel Mana. Er wird ja wohl irgendwas machen können. Das ist halt das Schlimme. Okay, wir Gläubige können 6 schließen Schaden sich machen. unserer Und wenn Sache. er irgendwie irgendwas Böses auf der Seite spielt, können wir es wegräumen. Und er macht halt auch weiterhin Schaden. Wir haben aber noch zum Glück einigermaßen genug. Oh ja. Wir wissen Oh alles. ja. Okay. Wir müssen uns gedulden. Auch selbst mit dem Blitz und ihrer Angriffskraft können wir halt leider gar nichts ausrichten. Oh Mann. Oh Mann. Es sieht leider sehr schlecht aus. Jetzt hat er das Deck nochmal ganz neu gemischt. Jetzt hat er, was hat er? Mische alle Kreaturen aus deinem Ablagestapel in dein Deck. Seid Gib ihnen plus wachsam. 5, plus 5 und reduziere ihre Kosten. Da hat er mich. Da hat er mich. Wir wissen alles. Okay, machen wir mal weg hier. Da machen wir den mal weg. Viel werde ich da nicht mehr machen können. Aber es war knapp. Chancen waren da. Leider konnte er doch zu viel machen. Nicht aufgeben. Die Elemente gehorchen meinen Befehlen. Jetzt rastet er natürlich aus, ne? Brynjolf, kannst du es noch reißen? Sag mir das. Für die Sowas wie die Siege Einbrecherin, die wackert hätte ich euch halt die früher gebraucht, Gerechtigkeit. ne? Das hätte ich halt früher gebraucht. Kaschid fliegt über einen Berg hinein. Natürlich. So, Brynjolf, zeig mir, was du kannst. Gib mir das Wie Leben. wäre es mit etwas Sturmangriff! Unmittelbarkeit? Ich rieche eure Angst. Wird aber nicht reichen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ach, schade. Schade, schade, schade. Klar, wir hätten jetzt auch noch mit Blitz arbeiten können und sagen, okay, wir töten diese Hiese oder Viel zu so. einfach. Wäre halt auch Rotze gewesen. Ich habe viele wichtige Na, Dinge siehe einer erfahren. an. Da rastet der komplett aus. Okay, Leute, das war wohl nix. Das war wohl nix. Okay, Goldbrand ziehe ich gerne später. Flüchtiger Intrigant. Ja, den könnten wir eigentlich lassen. Der gibt uns gleich mal ein bisschen Card Draw. Der Aschendiener erlaubt uns auch gleich zu Anfang mehr Kontrolle. Und Goldbrand, ich meine,
schadet auf jeden Fall nicht. Er könnte uns wirklich noch den Arsch retten. In der Mitte des Spieles kann er dann doch ziemlich viel Kontrolle ausüben. Okay, gerade sieht's aus, als ob wir ganz, ja, eigentlich ganz gut rushen könnten. Wir müssen jetzt gucken, dass wir so viele Kreaturen aufs Board bekommen können wie möglich. Und mit Goldbrand und Aschendiener mal so ein bisschen Kontrolle ausüben. Und ganz am Schluss dann mit Tazgard die Sache klären. Okay, Patronax. Wir könnten natürlich auch versuchen auszuharren. Es gibt Möglichkeiten. Machen wir mal so. Aber gerade bietet es sich eigentlich ganz gut an. Jetzt finde ich es halt nur sehr, sehr schade, dass der verstummt ist. Ansonsten hätten wir den Nekrom-Drahtzieher so gut spielen können. Aber sobald wir dann Goldbrand einsetzen können, dann können wir unseren Kreaturen so ein bisschen, ja, die Kreaturen vom Hals halten. Das wäre super. Okay, das ist ein bisschen doof. Das ist natürlich ein bisschen Sieht er nicht, doof. was ich zu tun habe? Dann gehen wir mal hier rein. Und spielen den flüchtigen Intrigant. So, der Schadenrecherin, das sind schon mal die perfekten Ausgangskarten, damit wir sagen können, hey, wir können hier eine gute Kombination starten und es bleiben noch Kreaturen zurück, wo wir halt weiterhin schön angreifen können. Und er hat viele Karten, er kann jetzt noch nicht so viele ausspielen und er geht ins Gesicht. Krasser Typ. Aber ist kein Problem, wir können hier nämlich feuchtfröhlich angreifen und mit dem Blattschleicher die Sache dann beenden. Blattschleicher sogar in Kombination. Wir machen ihm einfach mal ein bisschen Schaden. Das ist eigentlich ganz clever. Vorsicht, mein Wir Freund. machen sowas hier. Wir gehen hier rein. Und Blattschleicher, Blattschleicher. So. Und töten diesen Hiesen. Geht ja nicht, dass ich zu tun Und habe. gehen dann rein. Sieht gut aus, Leute. Wir haben das Board ziemlich voll. Was er in der nächsten Runde machen kann, ist diese Karte spielen, wo ihn auf einer Seite alles vernichtet. Das ist ein bisschen doof. Deswegen werde ich jetzt versuchen, die linke Seite voll zu machen. Aber einen Angriff können wir noch starten. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Okay. Wir können hier, wir müssen hier reingehen. Können dann die aus dem Weg räumen. Denn die nervt mich gerade. Und gehen stur Seht ihr nicht, dass ich zu rein. tun habe? Euer Blut wird Machen so, machen so. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus, auch wenn er jetzt die ganze Seite vernichten würde. Das käme uns sogar fast schon, das käme uns eigentlich sehr, sehr gut, weil er hätte dann keine Magiker mehr. Und was hätten wir dann gemacht? Wir hätten Tazgard gerufen und die Sache wäre vorbei. Der Kampf ist euer. Dankeschön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Bin mal sowas von gerusht jetzt. Ah, dafür war das Deck eigentlich gar nicht mal so ausgelegt. Okay, was haben wir jetzt? Den fünften Sieg. Wir brauchen nur noch zwei. Okay, Leute, wir machen es spannend. Wir machen das spannend, Leute. Wir machen morgen weiter. Wenn euch die ganze Sache gefallen hat, hinterlasst mir doch ein Abo und einen Daumen nach oben. Ich würde mich mega freuen über die Unterstützung. Wir wollen jetzt ein bisschen wachsen. Mein nächstes Ziel sind natürlich 200 Abonnenten. Das wäre richtig toll. Versucht mich da so ein bisschen zu unterstützen. Das fände ich cool. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.